Herzlich willkommen zum Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier hier im Café Sand. Heute geht es um nicht weniger als um den Sinn des Lebens. Und dafür haben wir einen großen Experten eingeladen, einen Lebemenschen aus Bremen. Ich freue mich auf Henning Scherf. Jahre leben in Bremen, ein Bremen im Krieg, ein Bremen im Wiederaufbau, ein Bremen im Wirtschaftswunder, ein Bremen vor dem Bankrott und zwischen all dem ein Politiker als Mensch, als Ehemann, als Familienvater und als Großvater. Ich freue mich ganz besonders auf Henning Scherf. Und Sie können jetzt dürfen Sie kommen, Herr Scherf. Herzlich willkommen, Herr Scherf. Bitte schön. Kommen Sie zu mir. Stellen wir uns erst, Herr Scherf, Sie dürfen sich gehen. Gleich setzen. Oh, momentan, schauen Sie, wir haben das hier für Sie markiert. Sie sind da oben so schön brav stehen geblieben. In der Maske haben Sie mir gesagt, Sie bleiben bei jeder roten Ampel stehen. Das haben Sie jetzt auch wieder gezeigt. Erst wenn Sie aufgefordert werden, geht's los, oder wie? Also, wenn ich die Wahrheit sagen soll, wenn niemand da ist, dann gehe ich auch bei Rot über die Aber woher wissen Sie, dass niemand da ist? Ich gucke immer schön sorgfältig, ob da eine alte Dame neben mir oder so, und dann stehe ich ganz brav. Aber wenn niemand da ist, dann halte ich es nicht aus, vor so einem Ampelding stehen zu bleiben. Also man sieht schon, Gesetze sind gut, aber wenn keiner zuguckt, darf man auch mal... Heute gucken sehr viele zu, deshalb sind Sie sehr brav stehen geblieben. Vielen Dank dafür. Ja? Und jetzt sind Sie ja auch hier bei uns. Wir reden noch über ganz viele Dinge heute. Wir müssen eine Sache am Anfang abarbeiten. Herr Auermann hat es eben schon in seiner Begrüßung gesagt, der große Knutscher und Umarmer sind Sie. Wir haben was vorbereitet, weil das muss ich nun einmal doch noch... von Ihnen lernen. Ja? Also man muss ja auch von seinen Bürgermeistern was lernen. Wenn ich Ihnen mal diese Hände geben darf, ja, und Sie die einfach mal anziehen, und ich gucke einfach mal, Sie sitzen hier so schön, können Sie einmal ganz kurz aufstehen, bitte? Herr Scherf, uns geht es darum, dass wir mal das richtige Umarmen lernen. Ja? Also, mit solchen Dingern? Ja, ich meine, das ist fast Ihre originale Handgröße, nicht wahr? Also, nein, ich mache das lieber mit der richtigen Hand, nicht mit so einer Plastik. Aber schauen Sie doch mal. Probieren Sie doch einfach mal. Sie sagen, wie sich es angefühlt hat, okay? So mache ich das. Ja, natürlich. Ja. Wie fühlt sich das so an? Sehr weich. Sehr weich. Ja. Sehr angenehm. Das Umarmen scheint Ihnen wichtig zu sein, oder? Ja, also meine Luise, meine Frau, die hier zuguckt und mich kontrolliert, sagt immer, bitte nicht übergriffig. Ja. Du musst Distanz halten, aber ich spüre... Das meistens, also nicht immer, das gebe ich zu. Zeigen Sie mir mal, was ist denn normale Griff? Rennt da auch mal jemand so weg, wenn Sie... So! Ja. Das war schon fast übergriffig, oder? Ja. Also meistens gelingt es. Ja? Meistens sagen die Leute, es ist okay. Ich kenne eben auch Menschen die wollen berührt werden. Also die wollen, das habe ich von meinem Vater, der fasste immer alle Leute so an. Ja? Der sagt immer, nett, dass Sie kommen, und dann macht er immer so. Ja. Von dem habe ich das, glaube ich. Also, vielleicht hat Herr Trump das auch von Ihnen gelernt. Ne? Da ging es immer ums Händeschütteln und nicht mehr loslassen. Ja, ne? Also Donald Trump ist wahrscheinlich so einer Ihrer wichtigsten Schüler. Ne? Da geht es ja auch um dieses Körperliche. Das glaube ich nicht, dass er auf mich guckt. Der hat seine eigenen Regeln. Gehen wir rüber, jetzt können wir uns hinsetzen. Die Hände können Sie entweder mitnehmen oder einfach auf den Boden legen. Herr Scherf, kommen Sie rüber, wir setzen uns hin und machen es uns gemütlich. Bitte schön. Wir wollen mit der Vergangenheit beginnen. Ja. Mit Ihrem Leben. Ich habe es eben schon gesagt. 79 Jahre Leben. Ja, fast 80. Ein paar Wochen noch, dann bin ich 80. 79 ist fast 80. Das habe ich auch raus. Ja, genau. Wenn man älter wird, eben fast 80 ist, spielt dann die Kindheit und die Jugend wieder eine besondere Rolle? Ja, also die kommt immer wieder. Das liegt aber auch dann an den Kindern und Enkelkindern. Also ich erlebe... Das Zusammentreffen und das Urlaub machen und das sich freuen auf Enkelkinder, wie ein Begegnen mit mir selber. Und gibt es dann auch so Flashbacks an die eigene Jugend, die öfter wiederkommen? Wenn man 40 ist und selbst mitten im Leben steht, wenn man Bürgermeister ist, wenn man politisches Geschäft um sich hat, erinnert man sich ja vielleicht gar nicht so oft an seine eigene Jugend mehr, weil man gerade das aktive Leben hat. Ist das im Alter anders, dass die eigene Jugend wieder auf dem Schlüssel ist? Ja, die haben einfach mehr Zeit. Mehr Zeit,
über ihr Leben nachzudenken. Ja, sie werden nicht mehr von Minute zu Minute von Dritten, Vierten, Fünften programmiert und müssen da aufpassen und da aufpassen und da aufpassen, sondern sie können auch mal sich die Augen zumachen und dann den inneren Film ablaufen lassen. Ich nenne das das Kopfkino. Ich weiß nicht, ob die das kennen, die sind noch so jung, aber die Älteren kennen das besser. Also wenn man liegt, wach ist, Augen zumacht und dann plötzlich kommen die Bilder und dann kommen sie und dann entwickeln die sich auch. Also es ist nicht so, dass man immer dieselben Bilder hat, sondern ich habe die Erfahrung, dass ich immer neue Sachen entdecke in meiner eigenen Biografie, wenn ich Zeit habe, wenn ich nachdenken darf, wenn ich in Ruhe gelassen werde. Und das passiert, Gott sei Dank, immer häufiger. Gibt es denn Bilder, die dann doch immer wieder kommen? Also Sie sind geboren am 31. Oktober, glaube ich, 1938, das heißt mitten im Krieg oder nicht vor dem Krieg, ein Jahr vor dem Krieg. Aber Sie haben den Krieg aktiv mit, oder nicht aktiv, sondern Sie haben die Bombenangriffe auf Bremen mitbekommen, Sie haben die Nachkriegszeit mitbekommen. Unsere Generation denkt, eine Jugend, die nicht leicht war, bei der viele Bilder bleiben, in denen man auch im Alter denkt, wow, das waren schwierige Zeiten. Was haben wir alles geschafft in diesen 80 Jahren? Also ich bin hier direkt in der Nachbarschaft geboren, in der Neustadt, in der alten Neustadt. Und wenn ich da mich durchbewege, dann kommen natürlich die auch in den wiederaufgebauten Vierteln die alten Bilder wieder her. Meine alte Schule, die Kantstraße, die hat den Krieg überstanden. Die ist weit über 100 Jahre alt. Und mich wundert, dass ich den Krieg erlebt habe, zweimal ausgebombt sind wir. Wir haben auch viele Tote erlebt. Dass ich aber nicht den Krieg als Albtraum erlebt habe. Offenbar müssen Kinder Kraft haben, die bösen Sachen, die schlimmen Sachen zu verdrängen, einfach wegschieben und dann orientieren sie sich an dem, was möglich ist. Also ich weiß zum Beispiel aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, dass die Trümmern unser schönster Spielplatz waren. So einen schönen Spielplatz habe ich vorher und nachher nie wieder gehabt. Wir turnten da in den Ruinen rum, in den Kellern. Manchmal haben wir auch ein bisschen Eisen gesammelt und das zum Schrotthändler gebracht und ein bisschen Geld dafür gekriegt. Aber das war eine Abenteuergeschichte. Wir sind zweimal ausgebombt worden, glaube ich. Ne? Ja, zweimal ausgebombt. Hier in der Neustadt. Einmal in der Osterstraße und einmal, die hieß damals Brückenstraße, jetzt Friedrich-Ebert-Straße. Und dann sind wir, weil wir dann keinen Platz mehr hatten, nach Oster-Scharmbeck gegangen. Und das war, glaube ich, klug, weil da eben nicht die Bomben fielen und da nicht geschossen wurde am Kriegsende. Ist das für Sie, der das alles erlebt hat, heute manchmal erstaunlich und erschreckend, dass es viele junge Leute gibt, die diese Zeiten gar nicht mehr erinnern und dass Krieg schon wieder eine Möglichkeit geworden ist, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der der Rückblick vielen, auch meiner Generation, fehlt, dass wir ihnen viel mehr zuhören müssen? Das geht mir anders. Also meine Enkelkinder, die fragen richtig immer wieder neu, wie war das im Krieg? Was hast du erlebt? Die wollen das alles wissen. Also die sind da sehr, sehr sensibel und sehr aufnahmebereit von mir zu erfahren, wie wir das überlebt haben. Und Kinder, die sich Krieg als was Selbstverständliches vorstellen, die kenne ich eigentlich gar nicht. Also ich kenne nur Kinder, die sagen, Krieg bitte nicht. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ja die größte Ungerechtigkeit der Welt. Da sterben ja alle, da sterben ja die Kinder und die Alten und die Frauen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Nein, das wollen wir unter allen Umständen nicht. Aber schaut man auf die Weltpolitik, scheint Krieg ja wieder eine Option zu sein. Und dann scheint es mir doch so, dass wir vielleicht viel vergessen haben. Ja, aber die dürfen nicht den Fehler machen, so Warlords zu identifizieren mit der Bevölkerungsmehrheit. Es gibt Warlords, die führen Krieg, die machen auch Geld sogar damit, dicke Geschäfte damit. Aber natürlich terrorisieren die ihre Bevölkerung. Und wenn man dann an die Bevölkerung rangeht, kriegt man durch die Bank, egal wo sie hinkommen, überall die große Sehnsucht. Bitte, bitte dürfen wir auch in Frieden leben. Wir sind ja inzwischen sowas wie ein Sehnsuchtsland geworden, Deutschland. Also das, was ich mir als Kriegskind immer ausgemalt habe, warum bin ich nicht in Schweden geboren, warum bin ich nicht in der Schweiz geboren, habe ich immer gedacht. Warum bin ich ausgerechnet hier in Deutschland, wo die Bomben fallen und die Nazis
rumtoben und alles Gefährliches geboren. Und heute hat sich das gedreht. Heute sind wir Sehnsuchtsland. Ganz viele Leute sagen, bei euch, da geht es friedlich zu, bei euch, da kommen die Leute über die Runden, ihr haltet zusammen, ihr habt euch geöffnet für die Nachbarn, ihr seid nicht feindselig, ihr bedroht niemanden, ihr wollt mit niemandem einen Krieg anfangen, sondern ihr wollt genau das Gegenteil. Ihr wollt dafür sorgen, dass wir beieinander bleiben, dass wir friedlich, dass wir miteinander reden. Heute habe ich gerade in den Nachrichten gelesen, dass das nun endlich da wieder in der Ukraine im Osten wieder zu Gesprächen kommt. Und wir Deutschen laden die Kriegsparteien ein, damit sie reden. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Das wünschen sich die Leute, dass wir da Energien entwickeln, dass wir da Kraft entwickeln und Fantasie entwickeln, dass wir nicht die Leute gegeneinander aufhetzen, sondern dass wir mit dazu beitragen, dass man selbst wenn man ganz anderer Meinung ist, sich erträgt, sich leben lässt, in seiner Unterschiedlichkeit, in seiner Andersartigkeit. Das, finde ich, hat in diesem Land seit 1945 eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung inzwischen sich angeeignet. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe 1945 gedacht, Deutschland wird nie die Konsequenzen aus dieser Katastrophe ziehen. Und sie haben sie gezogen, und zwar in ganz großer Mehrheit. Und darüber bin ich sehr dankbar. Weil Krieg ja auch immer etwas sehr Einschneidendes fürs Privatleben ist, nicht? Und das Private auch politisches Handeln wird wahrscheinlich. Ne? Also eigene Erfahrung, das, was der Opa erzählt, was der Vater erzählt, tatsächlich auch für andere Generationen zum Handlungsmuster wird, wo wir dabei sind zu sagen, nur das, was wir erleben, nur das, wie wir als Menschen sind, so sind wir wahrscheinlich auch als handelnde Akteure in der Politik oder der Gesellschaft. Wie war das bei Ihnen zu Hause im Krieg, nach dem Krieg? Sie sind immer mit Oma Gerke durch die Gegend gezogen. Die war immer bei Ihnen. Wer war Oma Gerke? Also, wir sind in einer komplizierten Familie aufgewachsen. Wir waren Stephaniegemeinde. Stephaniegemeinde war im Krieg und auch davor bekennende Kirche in Bremen. Wir waren also heftige Gegner der Nazis. Immer die Gestapo hat jeden Gottesdienst und alle Aktivitäten in der Gemeinde kontrolliert. Der Pastor Greifen, unser Pastor Greifen, war auch x-mal inhaftiert. Mein Vater, der da Kirchenvorsteher war, war auch ein paar Mal in Polizeigewahrsam. Und das hat mich natürlich unglaublich beeindruckt. Ja. Also ich bin in einer Szene aufgewachsen. Wir hatten auch getaufte Juden in unserer Gemeinde, die trugen den Judenstern. Und das waren unsere Freunde, das waren unsere Geschwister. Weil Ihre Familie auch grundsätzlich offen sein musste, oder? Ich glaube, Sie haben sechs Geschwister. Wir waren sechs Geschwister. Drei von dem einen Vater, drei vom anderen Vater. Ja, und die erste Frau meines Vaters ist gestorben, genau, bei der Geburt meines älteren Bruders. Dann saß er da als Witwer mit drei ganz kleinen Kindern. Ein Neugeborenes, ein Vierteljahr die zweite und zweieinhalb Jahre die älteste. Und dieser Witwer mit den drei Kindern hat dann das große Glück gehabt, übrigens über eine Bremer Kapitänsfrau, Oma Riele Wetz. Also ihr werdet das nie vergessen. Die kannte diesen Witwer, meinen Vater, und die kannte auch meine Mutter. Und die hat gedacht, die muss ich zusammenbringen. Und die hat das fertiggebracht. Und das war für meinen Vater natürlich ein Riesenglück, für die älteren Geschwister ein Riesenglück. Nun ja, und dann hat er in der zweiten Ehe noch drei so lange Kerle in die Welt gesetzt, wie ich das bin. Und Ihre Eltern waren auch ganz unterschiedlich. Auch da haben Sie schon Diversität und Vielfalt mitgekriegt in der Familie, wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe. Ihr Vater, eher der wandernde Gesell, der an der Natur interessiert war. Aber auch sehr fromm, sehr fromm. Sehr fromm. Unser Vater war fromm und das hat uns auch Mühe gemacht, das zu verstehen. Er betete immer laut und wir haben dann gefragt, kriegst du denn Antwort? In was für einer Sprache redest du denn mit dir? Und er wurde immer ganz böse. Also er wollte uns beeindrucken und wir waren ihm kritische Kinder. Unsere älteren Geschwister, die haben dafür gesorgt, dass wir weder an Weihnachtsmann geglaubt haben, noch an Klapperstorch geglaubt haben, noch an Osterhasen. Aber an Gott sollten sie glauben. Das gab es alles gar nicht bei uns. Das haben die älteren Geschwister gemacht. Und die haben auch hinterfragt, was dann mit meinem Vater und seiner Frömmigkeit war. Meine Mutter war eine richtige, eine kirchenkritische. Das Gegenteil. Ne? In der Nachkriegszeit hat sie gesagt, Henning, du musst diese ganze neue Literatur lesen, du musst Böll lesen. Die hat sie zu den Büchern eigentlich gebracht, oder? Ja, die Mutter, aber auch die älteren Geschwister. Besonders mein älterer Bruder, der nun leider gestorben ist, der später Professor geworden ist in Hamburg, Ökonomie-Professor geworden ist, der war so unser Schulstar.
Und wir wurden alle an dem gemessen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir konnten nicht so gute Noten wie der kriegen und haben geschwitzt, geschwitzt. Und der hat uns aufgehetzt, das müsst ihr lesen, das müsst ihr lesen, das müsst ihr können. Und so haben wir viel, viel uns gegenseitig auch beigebracht. Und wie hat der Vater darauf reagiert? Hat gesagt, nee, lest lieber die Bibel? Mein Vater konnte das ganz schwer aushalten. Mein Vater hat praktisch seine Schule abgebrochen, als sein eigener Vater gestorben war und war dann Drogistenlehrling geworden und konnte gar nicht richtig realisieren, wie das geht, wenn man dann nun Abitur machen will und studieren will, dann muss man ja lesen und dann muss man sich hinsetzen. Er fand immer, wir großen Kerle, wir müssten körperlich arbeiten. Er hat die Verrücktheit gehabt, für die Koksheizung Holzstämme zu besorgen. Was Blödsinn ist, weil eine Koksheizung mit Holzstämmen zu feuern ist eigentlich was. Aber er wollte uns beschäftigen. Wir mussten das Holz zersägen und sagen, damit wir ordentlich körperlich in Schwung bleiben. Er hat uns getriezt, wir mussten mit dem Fahrrad seine Waren austragen. Er konnte nicht ertragen, dass wir im Stuhl saßen und lasen. Das hielt er für gefährlich. Das hielt er für bedrohlich. Die Kerle müssen sich austoben, körperlich austoben. Haben Sie auch was Gutes von ihm mitbekommen? Nochmal. Haben Sie auch was Gutes von ihm mitbekommen? Also das hört sich ja an, als wäre, oder das Gute besteht darin, sich aufzulehnen, sich zu emanzipieren also davon. Je älter ich werde, und er ist schon lange tot, umso milder wird mein Urteil über ihn. Ich glaube, er war ein ganz großer Familienvater. Er hat alles hergegeben für seine Familie und für seine Kinder. Manchmal lag er daneben, aber er hat es aus guter Absicht gemacht. Er hat es nicht sadistisch gemeint. Und das finde ich ganz wunderbar. Er war sehr bescheiden. Also er hat nicht immer Privilegien für sich in Anspruch genommen und wir kriegten da nichts ab, sondern er hat das ertragen. Er hat auch ertragen, dass wir eben dann angefangen haben zu studieren. Ja, das hat er sogar gewollt. Und er hat dann auch gemerkt, die entwickeln sich jetzt in eine andere Richtung. Ich habe ein Bild in Erinnerung, das muss ich ihm erzählen. Mein Bruder Michael, Psychoanalytiker, also ein richtiger Schlauer. Wir standen beide um unseren Vater. Zwei Riesen, unser Vater fast kaum kleiner. Kurz vor seinem Tode war das. Und dann haben wir gesagt, Vater, du bist doch nie aus deiner Pubertät rausgekommen. Du hast doch richtige große Probleme, über deine Sexualität zu reden. Sagt er, wie kommt ihr da drauf? Und dann haben wir ihm das erzählt. Und dann hat er gelacht. Hat er gesagt, ihr habt wahrscheinlich recht. Ja. So wie ihr mit mir jetzt redet, hat niemand mit mir sonst geredet. Also, verstehen Sie, dass er das ertragen hat. Also, dass wir so nah an ihn rankamen, dass sie ihm das sagen konnten, das finde ich eigentlich eine sympathische Seite. Ja, das ist ja nicht bei allen Vätern so. Es gibt ja Väter, die dann zornig werden und sagen, nun halt aber den Mund, wenn du über meine Sexualität anfängst zu spinnen. Das ist das Letzte, was ich mir gefallen lasse. Da hat er gemerkt, die wollen mich verstehen. Und das hat gut geklappt. Also sowas ist auch gegangen. Ich weiß nicht, wie er mich aufklären wollte. Ich weiß nicht, sind Sie von Ihrem Vater aufgeklärt worden? Mal ehrlich. Der sitzt da, ich frage mal. Ich glaube, nein. Wir waren mit unserem Paddelboot, mit so einem Kanadier auf der Ochtum unterwegs. Ja. Und dann waren wir an der Ochtummündung zur Weser und da haben wir gezeltet mit so einem ganz einfachen Militärzelt. Und dann hat er gesagt, Henning, komm mal mit. Und da wusste ich schon, jetzt will er mir was erzählen. Und dann, die Geschwister saßen dann da rum und guckten uns hinterher. Und dann saßen wir da in so einer Sandkuhle und er druckste rum. Und er wusste nicht, wie er sagen sollte. Und da habe ich gedacht, Vater, willst du mich aufklären? Weil das hat und er sagte, ja, ich bin aufgeklärt. Gott sei Dank, da war alles gelaufen. Da war ja nicht das Problem los. Er konnte nicht darüber locker reden, als ich klein war. Später. Als wir erst schon erwachsen waren, da ging das. Nun ja, so ist das. Ja, es ist immer eine Frage, woher man das Wissen bekommt. Ne? Und der Weg zum Studium, das Sie eben gesagt haben, wo Ihr Vater dann doch am Ende gesagt hat, Mensch, gut, dass ihr das macht, der war ja für Sie auch gar nicht so leicht. Ich glaube, Sie haben schwer gestottert als Kind. Sie waren in der Schule nicht der Erste der Klasse. Ich habe so eine Schulkarriere gemacht. Ich war
ein richtig guter Grundschüler, so einer, der sogar gesprungen ist, eine Klasse gesprungen ist, hier in der Kantstraße. Und dann bin ich aufs alte Gymnasium gekommen und dann bin ich so richtig in die Pubertät reingekommen und Sie haben recht, da habe ich gestottert, heftig gestottert, furchtbar, furchtbar. Und dann hatte ich auch Lehrer, die mich noch damit vorgeführt haben, also die das nicht versucht haben zu überspielen, sondern die so richtig mich aufs Podium vor die Klasse gestellt haben und gesagt, das kann er nicht. Und da bin ich dann richtig hängen geblieben und dann bin ich, Gott sei Dank, habe ich die Schule gewechselt und bin von dem alten Gymnasium auf die Parallelschule Dekanatstraße gegangen und da bin ich richtig aufgeblüht. Da bin ich dann Schulsprecher geworden und war Klassenbester und habe das beste Abitur gemacht von der ganzen Klasse und bin dann in so einer Hochbegabtenförderung der Evangelischen Kirche gelandet und so. Da lief plötzlich alles wieder. Ich habe also gemerkt, wie krass das ist in der Schule. Wenn man schlechter Schüler ist, dann wird man ständig vorgeführt und wird immer noch untergeordnet. Wenn man guter Schüler ist, dann untersteht der Lehrer, wenn man sich meldet und so, der weiß es sowieso. Also es wird einem auch leicht gemacht, guter Schüler, als guter Schüler sich in der Schule... Und schwer gemacht, als schlechter Schüler zum guten Schüler zu werden. Ja? Genau, da muss der Bruch stattfinden. Ich sage das darum, weil ich den Schülern und Schülerinnen irgendwie die Angst nehmen will, wenn sie ein Problem haben. Sie sollen nicht einfach aufgeben und sagen, wir können nichts oder wir sind doof oder bei uns sind die Gene nicht und so, das ist alles Quatsch. Das hängt auch viel von Lehrern ab, glaube ich. Es gibt sensible Lehrer, und die, die sie da hochgezogen haben, sind dann halt unsensibel. Kinder können auch durchkommen, die können auch ihre Pubertätskatastrophen überstehen und die können dann plötzlich neue Kraft entwickeln und können wunderbar erfolgreiche Leute werden und müssen dann nicht immer wieder auf ihre Schulversageprobleme zurückgebracht werden. Dass Sie Jura studiert haben, war das eine Konsequenz daraus, dass Sie gesagt haben, es geht auch um Gerechtigkeit? Stand am Anfang die Idee, Gerechtigkeit schaffen zu können? Nee, das war ganz, ganz praktisch. Mir wurde immer von Schulräten und auch vom Schuldirektor vorgehalten, das geht nicht. Und dann habe ich versucht rauszukriegen, warum geht das nicht? Ja, weil das im Schulgesetz so drin steht und wir dürfen das nicht. Dann habe ich mir das Schulgesetz besorgt, da stand gar nichts davon. Dann habe ich gesagt, ja, dann musst du die Verordnung lesen. Dann habe ich die Verordnung gelesen, die Erlasse. Es stand gar nicht. Die haben das mir einfach nur vorgehalten und gesagt, geht nicht, wir dürfen das nicht und so. Und da habe ich gedacht, du musst eine Kompetenz entwickeln, um Leuten, die dir entgegentreten und sagen, du darfst das nicht, genau auf die Finger zu gucken und zu sagen, hey, das will ich genau wissen. Ist das eigentlich erfunden, was du jetzt gerade mir vorhältst, oder ist da wirklich was dran? So bin ich zu Jusserei gekommen. Das mit der roten Ampel steht da wirklich drin in diesem Gesetz irgendwo. Ja. Wir haben zwei Gemeinsamkeiten. Wir wurden beide nicht von unseren Vätern aufgeklärt. Wir haben beide in Freiburg studiert. Wie war das, so weit weg zu sein aus Bremen plötzlich in dieser Studentenstadt? Ich wollte eigentlich in Frankfurt studieren, ja, bei Adorno und Horkheimer. Das waren meine Superstars, ja. Götter, genau. Und dann bin ich da in die Frankfurter Uni mit meinem Fahrrad. Und das war ein so fürchterliches Baustelle und ein solcher Lärm und ein solcher Dreck. Und ich hatte das Gefühl, in der Stadt sind alle wichtig, bloß die Studenten nicht. Das sind hier die letzten Vollidioten. Die haben überhaupt keine Rolle. Und dann habe ich gedacht, nee, hier kannst du nicht zu dir kommen. Und dann bin ich weitergefahren nach Tübingen. Und in Tübingen habe ich mich umgeguckt und da weiß ich wie heute, dass ich in einem Gasthof gelandet bin und da erzählen sich Gorgenwitze. Okay. Ich habe nichts verstanden. Also das war so ein Schwäbisch, dass ich dachte, du bist jetzt unter Ausländer geraten. Und dann bin ich beim Rausgehen auch noch mit chargierten, also mit schlagenden Verbindungen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Ich kannte ihn nur aus den Büchern. Und da habe ich gedacht, nee, also Gorgenwitze und kleine Verbindung ist nichts. Weg. Und dann bin ich mit dem Fahrrad über den Schwarzwald, oben, hinter Zarten, Höllenschlupf, dann runter. Und da bin ich in das wunderschöne Freiburg gekommen und habe dann nach einer Weile in St. Georgen ein kleines auch gewohnt. Ja, da habe ich bei Frau Burkhardt gewohnt. Die hat mir ein Zimmerchen mit zwei Fenstern auf den Weinberg raus für 25 D-Mark
vermietet und dann wurde sie krank, kam ins Krankenhaus, da hat sie gedacht, bitte, jetzt kann ich Ihnen keine Miete mehr abnehmen, jetzt habe ich nur noch die Bitte, passen Sie auf unser Haus auf und auf meine beiden Jungs, die waren 16 und 13. Und dann haben, ich war 19, also 19, 16, 13, wir drei Jungs haben dann dieses kleine Winterhaus, ja, am Dorfgraben 6, werde ich nie vergessen. Ich trinke nur leider nicht gerne Alkohol, aber wir hätten da eigentlich jeden Tag eine Sause machen können. Wir hätten den ganzen Keller leer trinken können. Frau Burkhardt hat uns alles überlassen. Das war wunderbar. Das war wohl. Ich kam mit meinem wenigen Geld, was ich hatte, dadurch klar und habe in Freiburg mich pudelwohl gefühlt. So, dass Luise, meine Luise, sich hat anstecken lassen und dann nach mir nach Freiburg gekommen ist und sich da auch sehr wohl gefühlt hat. Als Schulmusikerin und später hat unser Sohn, auch angesteckt durch dieses Beispiel, auch in Freiburg angefangen zu studieren. Das ist ein schöner Platz. Eine wunderschöne Stadt. Später sind Sie noch nach Berlin gegangen und diese ganzen, Sie haben gesagt, Horkheimer, Adorno waren sozusagen Ihre Götter, aber mit der 68er-Revolution so richtig warm geworden sind Sie da nicht, ne? Da war ich ja schon längst fertig. Ja, ich bin ja schon 62 mit meinem Examen durch gewesen, Frühjahr 63 hatte ich meinen ersten Job, da wurde ich hier Referendar, bin aber zugleich in die Studienleitung des Evangelischen Studienwerks gekommen, nach Felix in der Nähe von Dortmund. Und da hatte ich zwei Jobs, da war ich also Referendar und musste Studienleiter spielen und hatte eine Ehefrau mit Kind. Und dann kam unser Zweiter, unser Christian, also mit zwei Kindern. Das war ganz, ganz pragmatisch und ganz intensiv. Die Welle und das war 63, 64 und da gab es noch keine 68er. Da sind Sie in die SPD eingetreten, ne? 1963, glaube ich, oder? Ja, ja. Da in Nordrhein-Westfalen. Ich wollte einen Kontakt kriegen zu den einfachen Leuten da, zu denen, mit denen ich früher als Kettenschmied, Kettenschweißer in meinem Werksemester, das habe ich da auch gemacht, gearbeitet habe und da habe ich gedacht, jetzt musst du bei denen dich organisieren und dann haben die mich aufgenommen. Nur um Menschen kennenzulernen oder auch aus Ideologie? Ja, beides. Also ich wollte mit denen zusammen möglichst vertraut sein, für die ich gerne arbeiten wollte. Ich wollte für deren Rechte kämpfen und für deren Chancen kämpfen und dass die rauskommen aus ihrer oft schwierigen Lebenssituation. Und ich hatte auch ein richtiges Interesse an den Menschen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, in diesen Kettenschweißer-Milieus, da waren noch alte Schmiede, richtige Handwerksmeister, die waren da auch. Das waren wunderbare Leute, die also die hatten ein Riesenherz, die hatten eine Verantwortungsbereitschaft, die habe ich verehrt. Ja. Und mit denen zusammen habe ich dann auch gesungen, bin dann auch in deren Männerchor gegangen, wir haben dann Männerchorlieder gesungen und ich bin mit denen in die Gewerkschaft gegangen, IG Metall, und dann bin ich mit ihnen noch in die SPD gegangen, weil ich wollte nah bei ihnen sein, ich wollte sagen, ich bin einer von euch, ich bin jetzt nicht der hier als bildungsbürgerlicher Spross mal bei euch schnuppert, sondern ich will nah bei euch sein. Aber die Partei und die Ideen der Partei wurden dann ja immer wichtiger auch, ne? Also auch als ideologisches Ziel, nicht nur als nah bei den Menschen sein und was für die Menschen tun, sondern auch als Idee, Deutschland zu verändern, die Welt zu verändern. Ja, aber das war immer auch kompliziert. Ich bin ja über meine Kirchengemeinde Kriegsdienstverweigerer geworden und ich habe damals in der SPD diese Diskussion mit Erde angefangen und dann mit Helmut Schmidt weitergeführt. Wir müssen positiv zur Bundeswehr stehen, wir müssen positiv zur NATO stehen. Das war ein Riesenprozess. Und ich habe die Zähne zusammengebissen und gedacht, Scheibenkleister, jetzt bist du bei Leuten, die eigentlich was anderes machen, als du willst. Aber ich habe gemerkt, das gehört zusammen. Man kann sich nicht etwas basteln, wo man alleine bleibt, sondern man muss wirklich gucken, mit wem will ich zusammen gemeinsame Wege gehen. Und da muss man kompromissfähig werden, auch innerhalb so einer großen Partei.
Und gerade innerhalb einer großen Partei. Ich meine, die SPD wurde 1863, glaube ich, in Bad Godesberg gegründet, 155 Jahre alt. Sie waren 55 Jahre Mitglied. Das heißt, Sie haben ein Drittel dieser SPD-Geschichte mitbekommen. Heute müssen Sie doch dann denken, oh, gab schon mal bessere Zeiten, oder? Ja, aber es gab auch schon entsetzliche Zeiten. Ja, also vor 33 und dann in der Nazi-Zeit, da saßen unsere Leute entweder im KZ oder waren emigriert. Da hat doch kein Mensch je daran gedacht, dass die mal wieder wichtig werden und bedeutsam werden. Oder unter Bismarck. Das heißt auch heute müssen wir diese Kategorie. Der mächtige Bismarck hatte sich vorgenommen, ich bekämpfe die Sozialdemokraten, das sind die Feinde der preußischen Monarchie und ich nehme ihnen ihr Hauptargument weg, die Sozialpolitik, das mache ich selber, Sozialversicherung, da brauchen die nicht eine Partei dafür und übrigens verbiete ich die. Und dann haben die zusammengehalten, diese wirklich sehr einfachen Leute, die keine große Absicherung hatten, die lebten eigentlich nur von ihren Solidaritätsalterserfahrungen, so sind die über die Runden gekommen. Man muss sich das wirklich ganz schlicht vorstellen. Da saß dann der politische Vater im Gefängnis und die Mutter mit ihren 4, 5, 6 Kindern ist dann zu den Nachbarn gegangen und die haben die mit durchgefüttert. Solche Sachen sind da gewesen. Also das geht mir immer durch den Kopf, wenn heute Leute sagen, die SPD war ja noch nie so schlecht dran wie heute. Nee, das ging so. Wir waren wirklich verfeuchte über Jahre, über Jahrzehnte. Und in Ihrer Zeit war es ja auch tatsächlich eine Volkspartei, in der unterschiedliche Richtungen natürlich auch zugelassen und gerne gesehen wurden und viel gestritten wurde. Ich glaube, einer, mit dem Sie nicht so wahnsinnig viel gestritten haben, weil er tatsächlich so etwas wie ein politischer Ziehvater für Sie war, ist Hans Koschnick. War das eine Schlüsselfigur, um auch wirklich aktiv in diese Politik einzugreifen? Ja, also wichtiger war für mich noch Wilhelm Kaisen, der war für viele, nicht nur für mich, in der Bremer Nachkriegszeit die große Person, auf die die Leute sich eingelassen haben. Der war versöhnungsbereit, der wollte keine Rache nehmen, der wollte die Leute gewinnen zum Wiederaufbau, der hat praktisch regiert, der hat immer Koalitionen gewollt, er wollte nicht nur alleine gegen den Rest der Welt und der hat auch mich beeindruckt. Und Hans Koschnick, den habe ich in kurzen Hosen erlebt. In kurzen Hosen als Gewerkschaftssekretär, als Jugendsekretär in der ÖTV und dann eben auch die erste Begegnung mit ihm war bei der IDK, bei der Internationalen der Kriegsdienstgegner. Muss ich mal erzählen, das habe ich noch nirgends erzählt. Das war im Gewerbehaus und das war eine bunte Veranstaltung mit vielen, vielen linken Pastoren, nicht nur aus Bremen, sondern bundesweit. Und ausgerechnet Hans Koschnick, der junge Hans Koschnick, musste die präsidieren, diese Versammlung. Und die haben sich gestritten, die Pastoren, und haben Geschäftsordnungsdebatten gestellt. Und dann hat der schlaue Hans, der hat seine ganzen Gewerkschaftstricks eingesetzt und hat dafür gesorgt, dass es wirklich Beschlüsse gab und hat diese Pastoren, die ja ihm intellektuell weit überlegen waren, die alle studiert waren und die aus selbstständigen Rollen kamen, Hans war in der Lage, ihnen zu zeigen, Leute, nun ist aber Schluss mit lustig, hier wird jetzt nicht mehr geschäftsordnungsmäßig Zeit vergeudet, sondern jetzt machen wir bitte Antrag A, B, C und der wird jetzt durchgestimmt und wenn Sie keinen Änderungsantrag haben, dann wird jetzt abgestimmt. Ich war begeistert von ihm und das hat sich bis zu seinem Tod gehalten, diese Begeisterung. Der hat Sie auch zum Senator für Finanzen gemacht und die Zusammenarbeit war auch eine Lehrzeit für Sie. Was haben Sie da gelernt unter Koschnick? Es war noch ein bisschen das komplizierter. Peitschen? Als Moritz Stape nicht mehr Landesvorsitzender der SPD sein wollte, hat er gesagt, das soll bitte Hans Koschnick machen. Den halten sowieso alle für den wichtigsten SPD-Mann in Bremen. Der ist auch Stellvertreter von Willy Brandt. Ja. Nun soll er bitte sehr auch den Landesvorsitz machen. Der hatte besondere Lust, hatte dazu nicht. Und dann haben wir eine lange Diskussion angefangen, ist das eigentlich klug, wenn einer aus dem Senat nun auch Parteivorsitz macht. Und dann haben wir eine denkwürdige Abstimmung gehabt, mit 3 Stimmen Mehrheit sollte möglichst nicht. Und dann hat er gesagt, gut, ich kandidiere nicht. Und dann habe ich mit dieser gleichen hauchdünnen Mehrheit gegen Klaus Grobecker gewonnen und bin also auf diese überraschende Weise
sein Landesvorsitzender geworden. Und das war natürlich kompliziert. Er war der Regierungschef und ich war so ein junger linker Vogel als SPD-Mann. Und alle haben gedacht, oh Gott, jetzt kriegen die sich in die Wolle und jetzt geht das nur noch im innerparteilichen Streit weiter. Und dann haben wir in dieser Rolle ganz, ganz sorgfältig aufeinander geachtet. Er hat mich behütet, das muss ich wirklich sagen. Er hört das leider nicht mehr, aber ich habe ihm das auch immer wieder selber gesagt, dass ich mich von ihm behütet gefühlt habe. Und ich habe immer versucht, so gut es ging, manchmal bin ich auch daneben gelegen, das stimmt, versucht, auf ihn Rücksicht zu nehmen. Weil ich dachte, du kannst ihn nicht in den Rücken fallen. Er hat auch bundesweit, er war dann mit der Bürgermeister aller Gemeinden in der Welt, der Chef sozusagen der Weltorganisation der Kommunen. Er hatte richtig große Aufgaben und war ständig unterwegs. Und da dachte ich, du musst loyal sein, du kannst ihm nicht im Rücken fallen. Loyal sein heißt ja auch nicht, dass man nicht miteinander streiten darf. Das hat auch Helmut Schmidt mit Ihnen erfahren. Sie haben sich überworfen damals und es gibt einen Briefwechsel, in dem Helmut Schmidt und Sie sich wieder ausgesöhnt haben sollen. Darüber haben Sie nie was gesagt. Was stand denn da drin? Das hat eigentlich, also Bölling, der war ja sein Pressesprecher und Klaus Bölling war vorher hier Radio Bremen-Intendant. Wir konnten gut miteinander. Ich habe ihn sogar überredet, nach Bremen zu kommen. Ich weiß noch, wie Anna-Marie Mewissen sagte, den kriegst du nie nach Bremen. Und dann kam er nach Bremen, war ich ganz stolz. Und Klaus Bölling hat als sein Pressechef, als Helmut Schmidts Pressechef, gesagt, Helmut, hör mal zu, schreib dem Mann einen Brief, dass ihr miteinander fair und korrekt und im gegenseitigen Respekt umgeht. Und dann hat er so einen richtigen Schmidt-Brief, wo auch immer zwischendrin immer wieder ausgekeilt wurde. Er konnte das nicht sein lassen, mir geschrieben. Und dann habe ich versucht, darauf zu antworten. Und ja, das sind Versuche, näher zueinander zu kommen. Richtig einverstanden ist er erst gewesen, als ich hier große Koalition gemacht habe. Das hat mir keiner zugetraut, das zu machen. Und das fand er super. Ich weiß noch, wie seine Loki, seine Frau, mir gesagt hat, Henning, jetzt bist du erwachsen geworden. Also das war das höchste Lob, was ich von den Schmidts kriegen konnte. Und da habe ich gemerkt, jetzt habe ich bei ihm ein Minimum an Respekt erreicht. Weil er gedacht hat, Sie bleiben der ewige linke Trotzkopf? Ja, er hat mich, Wena hat das auch gesagt, er hat mich auch richtig ja beschimpft. Er hat mich ein Piet Kong genannt. Piet Kong, also das war eine Anlehnung an Vietcong. In dem Vietnamkrieg waren die Vietcongs diejenigen, die gegen die Amerikaner gekämpft haben. Und das waren sehr mutige Leute, die aber auch Leben und alles riskiert haben. Und die beiden, Schmidt und Wehner, die haben so Typen wie mich zu Pietkongs gemacht. Also die wir mit der gleichen Energie und mit der gleichen Unverfrorenheit, wie die da in dem Krieg agitiert haben, nun hier in den bundesdeutschen Beratungen vorgehen. Bleibt sowas hängen? Ich habe vor kurzem in einem anderen Projekt Rita Süssmuth interviewt. Da ging es um diese AIDS-Kampagne und sie sollte ein Vorwort für Herrn Gauweiler schreiben, der damals gegen sie argumentiert hat. Und sie hat gesagt, ich kann das nicht machen, weil ich auch menschlich so persönlich verletzt wurde in der Politik. Man glaubt das immer gar nicht. Ging Ihnen sowas dann auch so, dass das zutiefst menschliche Verletzungen waren? Also man muss in der Politik sich ein dickes Fell zulegen. Wenn man all die Kränkungen, die einem da so über den Weg laufen, wenn man die wirklich alle annimmt, dann wird man krank. Und da sind diese Feindseligkeit oder diese Debatten, kritischen Debatten sind noch das Geringste. Ja. Wir hatten hier beim Weser-Report mal einen Chefredakteur Pfeiffer, der später berühmt geworden ist in der Barschel-Affäre. Der hat über mich Sachen gesagt, das geschrieben, das gibt es überhaupt nicht. Der hat in seiner Zeitung, in der ersten Seite, ein Bild von mir mit so einem vorgeschobenen Kinn abgebildet und gesagt, vor diesen Menschen fürchten sich Bremens Frauen und Mädchen. Dann hat er mal eine Story erfunden, ich hätte bei einer Kindergarten, bei einem Kinderspielplatz-Einweihung
hätte die Kinder betrunken gemacht, ich, der kein Alkohol trinkt, die Kinder betrunken gemacht und die betrunkenen Kinder der DKP zugeführt. Also es war alles erlogen und erstunken. Und da bin ich gegen das Gericht, da bin ich vor Gericht gegangen und habe gesagt, das darf der nicht wiederholen. Und dann hat das Landgericht gesagt, 750.000 Strafe für den Fall, dass das wiederholt. Also da, wenn die das wirklich alles persönlich genommen hätten, dann wäre ich in der Psychiatrie gelandet. Gab es auch persönliche Kränkungen? Die persönlichen Kränkungen sind wahrscheinlich eher die Intrigen, die geschmiedet werden, oder? Also da, wo Freunde zu Verrätern werden. Haben Sie sowas erfahren? Na, Sie müssen Leute um sich haben, die Sie auch ein Stück schützen, auf die Sie sich vertrauen, auf die Sie, denen Sie mit Vertrauen entgegengehen und auf die Sie sich verlassen können. Und wenn Sie die haben, dann kann da ruhig mal so einer Gift und Galle produzieren, dann erreicht das Sie hoffentlich nicht. Man muss sich dagegen schützen. Man muss sich richtig schützen gegen solche Attacken. Und das, denke ich, geht heute genauso. Wie werden Politiker angegriffen? Auch im Netz, ja, gerade dadurch hat es sich ja auch verschärft. Wahnsinnig, ne? Wahnsinnig. Und da muss man einfach ein Stück auch die Jalousien runterlassen und sagen, also ich gucke mir nicht alles an, was mir da angeboten wird im Netz. Das muss ich nicht. Die können schreiben, was sie wollen. Ich es ist aber will das nicht wahr. Ja, trotzdem da. Wir haben eben schon einmal, um den Bogen der Bundeskanzler noch mal fertig zu machen, über Helmut Schmidt geredet. Reden wir noch ganz kurz über Gerhard Schröder. Agenda 2010, da waren Sie mit beteiligt und am Ende wurden Sie zitiert mit dem Satz, aber diese ganzen 2300 gedruckten Seiten, wer hat die denn schon gelesen? Herr Schärf, muss man nicht 2300 gedruckte Seiten lesen, bevor man eine Agenda 2010 verabschiedet? Ich war ja Vorsitzender des Vermittlungsausschusses und habe da eine Woche lang bis in die frühen Morgenstunden, bis halb fünf verhandelt. Und natürlich hat keiner von uns alles gelesen, sondern alle, die dabei waren darauf angewiesen, dass sie hinter sich Berater hatten, die sagten, da kommt es drauf an, da kommt es drauf an, da kommt es drauf an. Oder wenn wir uns dann auf Kompromisse bewegten, konnten wir gar nicht selber überblicken, was das für Konsequenzen hat. Wir mussten Berater hinter uns haben und das haben wir auch alle gehabt. Also das hat die Bundesregierung gehabt, das haben die Landesregierung gehabt, das haben die einzelnen Fraktionen gehabt. Das ist kein Geheimnis, dass inzwischen sagen Sie ja auch oft, die Agenda 2010 waren Fehler am Ende des Tages. Ja, da sind Fehler passiert. Weil das zu schnell verhandelt wurde, weil das zu schnell verabschiedet wurde. Denn gerade mit Ihrer Partei ist ja das auch das, wo man heute sieht, dass dieser Fehler so einschneidend war, dass man heute noch darunter leidet als Partei, oder? Also es war eine Riesenprozedur. Und die wussten alle genau, dass das für Sozialdemokraten eigentlich eine Unzumutbarkeit war, aber sie waren ökonomisch der Meinung, alle, ich übrigens auch, das muss sein, weil wir waren damals der kranke Mann in Europa und wir mussten mit eigener Leistung uns wirtschaftlich so aufstellen, dass wir in Europa, was wir ja dann auch geworden sind, wieder zugpferd wurden. Also ökonomisch war uns klar, hier muss was passieren. Aber das, was da an Vorschlägen war, war so unpopulär und so schmerzhaft und so eingreifend, dass es eine riesen Vermittlungsproblematik gab. Und in dieser riesen Vermittlungsproblematik, da ist ja die Linke entstanden. Da hat sich eine neue Partei gegründet, richtig. Das ist ja eine Anti-Hartz-Partei. Das ist ja, war Gründungsdokument der Linken. Also war es im Nachhinein betrachtet ein Fehler, diese Agenda 2010 durchzusetzen? Nein, ich glaube, gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich war es eine Befreiung, richtig. Und in den Jahren denn danach nun auch wirklich von der ganzen Welt bestaunter Erfolg. Das muss man wirklich sagen. Frau Merkel ist diejenige, die das auf sich verbuchen kann, aber die Ursachen sind damals in diesem Kompromiss, da war die noch in der Opposition, gelegt worden, die Grundlagen. Also es war unterm Strich ein großer ökonomischer Erfolg, volkswirtschaftlich gesehen. Und trotzdem, getragen von vielen Leuten, trotzdem wegen denen gibt Sie es in die SPD viele Baustellen in diesem riesen Umsteuerungsprozess,
die nun mühselig repariert werden. Und sie werden immer noch repariert. Wir sind immer noch dabei zu reparieren. Wir sind immer noch nicht durch mit dem Reparieren. Aber das ist bei solchen gigantischen Volumen, bei solchen gigantischen Komplexen gar nicht anders möglich. Bei Ihrer Bürgerschaftswahl, irgendwo ist eine Tafel, ach hier ist sie, haben Sie 42,6% bekommen. Die SPD momentan nach neuen Umfragen in Bremen liegt bei 22%. Sie haben alle Zettel auf Ihren Tischen liegen und einen Stift. Wir würden gerne ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Schreiben Sie doch mal einfach eine Prozentzahl auf diesen Zettel, was Sie glauben, wie viel Prozent die SPD bei der nächsten Bürgerschaftswahl bekommen wird. Und Herr Schärf, Sie schreiben das Gleiche auf die Tafel. Was ist Ihr Tipp für die nächste Bürgerschaftswahl? So, dass alle das sehen. Sie schreiben nicht ab. Ne? Es gibt nämlich zwei Zahlen, die Sie schreiben müssen. Einmal, was Sie persönlich glauben und einmal, was Sie glauben, was unser Publikum sagt. Ja, aber wenn ich jetzt schreibe, schreibe ich. Okay. Es hängt ja davon ab, ob die Leute Ihnen helfen wollen oder nicht. Dann lüften wir das Geheimnis gleich. Sie haben Angst, dass ich auch schummel, okay? Wir stellen es einfach mal so rum auf diese Tafel hier und lüften das am Ende. Aber richtig gut sieht es momentan nicht aus, oder? Nein, aber das ist nicht nur für die Bremer SPD so, das ist bundesweit und ist sogar europaweit so. Also Sie müssen mal gucken, wie in den anderen Ländern, wie in Italien zum Beispiel, die Sozialdemokraten wirklich platt, also fast vernichtet worden sind. Wie in Frankreich, der Macron die Sozialisten weggepustet hat. Die haben, glaube ich, 6% gekriegt. Ja, aber also es ist in Niederlanden war lange, lange sozialdemokratisch regiert. Keine Chance. Die sind inzwischen bei, ich glaube, 11%. Was ist denn Ihre Analyse davon? Bitte? Was ist Ihre Analyse? Warum ist das so? Wir erleben eine große, durch die Globalisierung weltweit zu beobachtende Neustrukturierung der politischen Lage. Und das ist extrem kompliziert zu vermitteln. Es gibt, darum gibt es auch wieder rechte Parteien, es gibt immer noch die alte Hoffnung, wir können die Probleme alle in nationalen Lösungen angehen und uns einbunkern und das alles andere rausbringen. Und dann trommeln sie und sagen, die geben zu viel für die EU aus und die geben zu viel für alles mögliche andere aus. Nationale Antworten sind keine adäquate Antwort auf die Globalisierung und die Herausforderungen. Ja, aber die SPD müsste dann ja auch andere Antworten geben. Ja, aber da muss man wirklich einen ganz großen Umsteuern, ganz großer Vermittlungsprozess. Und das geht eben nicht mehr so wie früher, dass man in den Betrieben mobilisiert. In den Betrieben wird über ganz andere Sachen geredet, sondern man muss sozusagen in einer Dienstleistungsgesellschaft, also nicht mehr in einer Industriegesellschaft, in einer Dienstleistungsgesellschaft, wo sich die Arbeitsplätze völlig verändert haben gegenüber dem 19. Jahrhundert, da muss man die Menschen erreichen mit einer solchen Globalisierungsperspektive. Aber genau das scheint die SPD ja gerade nicht zu schaffen, oder? Also das ist ja, nicht zu schaffen will ich nicht sagen. Also ich habe mir überlegt, wie der Trudeau in Kanada das geschafft hat, die Konservativen da zu schlagen. Aber jemand wie Herr Schulz muss ja eigentlich Ihr Kanzlerkandidat gewesen sein, hat es aber auch nicht geschafft. Ja, der hat ja auch große Fehler gemacht. Also der hat einen super Start hingelegt und dann hat er wirklich eine beispiellose Serie von Fehlern gemacht, die ich konnte nachher gar nicht mehr die Nachrichten ertragen. So ich habe ihn richtig nur noch bedauert am Schluss. Wie er sozusagen an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert ist. Das war entsetzlich. Also das war schwierig. Aber es ist eben nicht nur ein bundesrepublikanisches Problem. Und Andrea Nahles, es ist auch bei den anderen zu beobachten. Und jetzt muss man sich umgucken, wo gibt es denn Leute, die Erfolg haben. Und da ist der Trudeau ist so einer, der das gezeigt hat, wie man es machen muss. Aber Andrea Nahles ist nun wirklich kein Trudeau. Also da fällt mir der Vergleich sehr schwer. Ja, die sind ein Macho. Ja? Sie wollen den Frauen sowas nicht zutrauen, was nein, nein, nein. die Männer nein, nein, können. Nein, nein. Ja. Da rede ich jetzt nur über politische Statements. Trudeau, also, nein, nein, nein. Also, nein.
Also es gibt auch vitale Frauen, fantasievolle. Also das mit der Frau haben Sie jetzt da rein interpretiert. Die das können. Und warum soll die Andrea nicht? Das ist ja ein Riesenjob, den die da hat. Weil Trudeau jemand ist, der eher konservativ links denkt und Frau Nahles eher links-links. Denkt. Also es ist ja sozusagen in der politischen Anschauung ein kompletter Unterschied. Also Mann oder Frau, darum geht es mir hier überhaupt nicht. Nein, also ich also wenn Sie jetzt als versuche, Vorbild nehmen den und sagen, Trudeau zu verstehen. Ich, mit seinem Vater habe ich schon immer mitgedacht, der war ja sein Vorbild. Das ist nicht konservativ, reformistisch, sondern das ist eine bestimmte Form von linksliberaler Reformpolitik, die der lebt. Sehr internationalistisch, sehr integrativ, sehr auf Bildung gemünzt, sehr auf Ökologie gemünzt, sehr auf Integration der Minderheiten einbezogen. Also alles das, was Trump nicht macht, macht der Trudeau und gewinnt die Wahl. Ist das nicht toll? Und darum finde ich den als ein gutes Vorbild. Also, auf das es in der SPD ankommt und man sich da noch ein bisschen mit auseinandersetzt. Wechseln wir noch einmal das Thema. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet, Herr Schärf. Unser letztes Thema ist auch der letzte Abschnitt des Lebens. Das ist ein großes Thema für Sie geworden. Und ich glaube, Ihr Enkel nennt Sie Leonardo da Opi, habe ich mal irgendwo gelesen. Und während wir jetzt noch einen Augenblick weiter plaudern, bitte ich Sie einfach mal, ein Sinnbild für das Altern aufzumalen. Sinnbild? Was auch immer Ihnen dazu einfällt. Hier sind Stifte, wenn Sie aquarellieren wollen, können Sie hier einfach in das Wasser tunken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hätte mir aber mal Vorwarnung geben sollen. Sie sind doch spontan. Ohne Vorwarnung lassen die mich hier malen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das machen Sie für Ihren Enkel doch mit Sicherheit auch, oder? Was meinen Sie denn für Ihren Enkel? Rot ist gut. Rot ist immer gut. Grün ist gut. Aha, also doch keine große Koalition. doch. Blau ist auch gut. Ja. Ich muss noch eine Farbe haben, noch eine schöne. Aber es sind viele bunte Farben fürs Alter, ja, was Sie raussuchen. Bunt. Also schwarz brauchen wir in diesem Fall gar nicht. Grau ist bunt, habe ich ein Buch drüber geschrieben. Ja, eben. Das ist übrigens ein Bestseller geworden. Und wird jetzt zu meinem 80. Geburtstag in Neuauflage verlegt. Das ist dann die 20. Auflage schon. Ist das nicht toll? Wo Sie darüber schreiben, dass das Altern ein unglaublich spannender Prozess sein kann. Und das Interessante ist, das wussten Sie schon, bevor Sie überhaupt richtig alt waren. Das wussten Sie schon 1987, als Sie eine Wohngemeinschaft aufgemacht haben. War Ihnen da schon klar, ich muss mein Altern jetzt einleiten? Also meine Frau sitzt da und jetzt muss ich richtig vorsichtig sein. Ja. Wir waren noch keine 50, das ist doch okay, ja. Und unsere Kinder waren alle aus dem Haus. Wir haben sehr früh mit dem Kinderkriegen angefangen. Meine Schwiegermutter hat gesagt, wir haben mit Vorliebe geheiratet. Kennen Sie das nicht? Wir mussten heiraten. Und dadurch waren unsere Kinder schon sehr früh aus dem Haus. Und dann saßen wir da. Die Kinder waren weg und wir brauchten die Kinderzimmer gar nicht mehr und haben gesagt, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und dann haben wir überlegt, finden wir einen Weg für den nun noch verbleibenden Teil unseres Lebens. Könnte ja sein, dass wir 80 werden, könnte ja sein, dass wir noch ein paar Jahre länger leben. Und schaffen wir es in einer Form, die nicht darauf angewiesen ist, dass die Kinder bei uns bleiben, denn die waren weg. Und ob die wiederkommen, war sehr ungewiss. Und dann haben wir uns mit Freunden zusammengesetzt und haben gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Und die hatten so ähnliche Lebenssituationen. Und dann haben wir lange diskutiert und dann haben wir gesucht, wollten mitten in der Stadt was haben und haben dann dieses alte Haus in der Rembertistraße gefunden und haben das liebevoll umgebaut. Und da wohnen wir nun seit 30 Jahren drin und werden jetzt alt. Also wir waren damals in Wahrheit noch nicht alt. Aber wir haben schon im Hinterkopf gehabt, ist das ein Platz, an dem wir alt werden können? Und darum möglichst Fahrstuhl und möglichst keine Schwellen und möglichst große Türen, durch die man durchkommen kann und auch mit dem Rollator durchkommen kann. Und dann hat sich herausgestellt, schrittweise, dass das eine kluge Idee war. Ich bin gespannt, wie Sie das jetzt alles in ein Bild bringen werden. Jetzt soll ich malen. Sie können doch mit Sicherheit reden und malen.
Gerade wenn man sieht, dass Alter heute auch ein großes politisches Thema wieder ist und gerade Altenpflege zum Thema geworden ist und Reformen angedacht werden, glauben Sie, wir haben das inzwischen auch politisch begriffen, dass wir uns ums Älterwerden und ums Altern kümmern müssen und tun politisch jetzt genug, weil wir es erkannt haben? Also ich glaube, das ist unübersehbar inzwischen für alle. Also ich kenne eigentlich keinen ernstzunehmenden Politiker, der das nicht mehr sieht, dass das ein Riesenproblem ist, dass wir eine älter werdende Gesellschaft sind, die dadurch, dass wir individuell älter werden und auch in der Mehrheit sich zum Ausdruck bringt. Wir sind die einzige Bevölkerungsgruppe, die wächst. Wir Alten, ausgerechnet wir Alten. Und dazu braucht es Antworten. Und ich glaube, das ist ein zentrales Thema der Innenpolitik und der Sozialpolitik. Ich habe versucht, diese Koalitionsvereinbarung mir anzueignen. Da findet man jede Menge Zitate in dieser Richtung. Und ich hoffe nun, dass die da nicht nur so leeres Versprechungen losgelassen haben, sondern dass sie das auch machen. Wir müssen wirklich einen richtigen, großen, gemeinsam getragenen Antwortprozess machen. Der fängt an bei den Beschäftigungen. Man kann nicht mehr so früh wie möglich in Rente gehen, sondern man muss dafür sorgen, dass man, wenn man will, dass man so lang wie möglich Arbeit hat, faire Arbeit, altengerechte Arbeit. Die Köpfe sind ja wichtig, ja, und die Alten, die haben ziemlich viel im Kopf, die wissen ziemlich, wo sie Fehler gemacht haben und wo sie raus gelernt haben. Man muss die Quartiere so organisieren, dass man in den Quartieren alt werden kann, dass wir nicht alle nur immer aufs Auto angewiesen sind, sondern dass das vielleicht auch ohne Auto geht. Man muss auch eine gute Mischung haben. Man darf nicht diesen alten Fehler, den wir nach der Wiedervereinigung gemacht haben im Osten, dass man die ganzen Einkaufszentren alle nur auf die grüne Wiese bringt und in den Innenstädten, da ist gar nichts los, das ist tote Hose. Das ist eine falsche Antwort auf eine älter werdende Gesellschaft. Die Innenstädte müssen belebt werden, da muss Leben sein, da muss man sich zu Hause fühlen, da muss man wohnen, arbeiten, einkaufen, Weser-Talk, also bei Weser-Kurieren mitmachen können. Ja, all das sowas. Können Sie ja. Das gehört alles dazu. Und so, und es irgendwann um kommt dann auch die Rentenfrage um dazu. Am Ende geht es um Würde, oder? Also ein würdiges Alter als Gesellschaft zu organisieren? Ja, Würde, das klingt mir so, als wenn ich das alles unter Moralverdacht stelle. Ich glaube, es ist wirklich im Interesse aller, auch der Jungen, die werden ja irgendwann auch mal alt, es ist im Interesse aller, dass wir eine faire Perspektive entfalten fürs Altwerden. Und dass das Altwerden seinen Schrecken verliert, sondern dass man sagt, Mann, da passiert ja noch was, da habe ich Lust drauf. Da vorne sitzen die beiden Häubigs, die sind sowas von aktiv in ihrem Alter und die machen und machen und fördern und fördern und gehen auf alles zu. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass ein konservativer Unternehmer sich so öffnen kann für die kulturelle Szene wie der Uwe. Das ist wunderbar, ist vorbildlich. Ich bin begeistert von ihm und bejubel ihn richtig, weil ich das so toll finde, was die beiden hinkriegen in ihrem fortgeschrittenen Alter und sagen, hey, wir mischen uns überall ein. So was wünsche ich mir, dass sich das rumspricht. Wo man natürlich auch sagen muss, sowohl die Hollwigs als auch Sie altern natürlich sehr gut. Ja, es ist nicht jedem Alternden möglich, noch immer alles zu machen. Ja, die meine. Irgendwann merkt man auch, der Körper baut ab und es ist vieles nicht mehr möglich. Und es geht sozusagen wirklich auf das Ende zu. Ich glaube, Sie hatten in Ihrem Leben, darüber haben Sie mal geschrieben, auch eine Art Todeserfahrung. Da waren Sie mit dem Schiff vor Grönland, sind in einen Sturm gekommen und haben auch da gesagt, Sie haben Bilder vor Ihren Augen gehabt. Was haben Sie da gesehen in dieser Stunde, in der Sie wussten, es geht vielleicht nicht mehr weiter? Ja, das war mit dem Wappen von Bremen, mit einem wunderbaren Schiff der Segelkameradschaft. Wir waren mit 10 Leuten, da sind 10 Leute drauf und wir haben Grönland umsegelt und als wir an der Ostküste waren, wo es keine Hafen mehr gibt, keine Sendeanlagen mehr gibt, eigentlich nur Eisberge. Und da sind wir in einen Sturm gekommen, also einen Orkan gekommen. Und dann haben wir alle Segel eingezogen auf das Sturmfock und dann haben wir das Ruder festgezort
und haben uns unter Deck verkrochen und haben uns treiben lassen. Zwischen den Eisbergen. 5 Stunden hat das gedauert. Und ich habe in dieser Zeit in meiner Koje gelegen und gedacht, oh Gott, wir werden jetzt gegen einen Eisberg treiben und der ritzt uns die Schiffshaut auf. Und dann machen wir kluck, 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 kluck. Und dann sind wir ertrunken im Eis. Und als ich da lag und mir das so klar machte, da ist dieser Film abgelaufen, von dem Sie eben erzählt haben, der mir so Bilder in den Kopf gebracht hat über mein Leben in einer Intensität, wie ich sie vorher nicht gesehen habe. Also ich habe da auch zusätzliche neue Bilder wieder aktivieren können. Und als es dann vorbei war, habe ich gedacht, guck an, das war, als wenn... Aber was sind das für Bilder? Was sieht man da? Ja, das ist wie ein Film, wie ein Film über, also bei mir ist das so gelaufen, wie ein Film über meine eigene Lebensgeschichte. Also eine Szene nach der anderen. Die Kriegsszenen waren da alle drin, die Bombenszenen, die Szenen mit den Getöteten, durch die Bomben getöteten, dann die Ruinen, dann die ganzen Jahre in der Nachkriegszeit, alles ist da lebendig geworden, auch unsere meine Schulgeschichten, meine Schulerfahrungen, erst gut, dann schlecht, dann wieder gut. Das ist da alles in so einem ganz spannenden Zeitrafferfilm durch meinen Kopf gelaufen. Spielte in diesem Film Ihre politische Karriere irgendeine Rolle oder ist das am Ende, wo man auch merkt, es war zwar wichtig, aber wenn es um Leben und Tod geht, ist das eigentlich gar nicht so wichtig? Nein, dann ist die Politik nicht der Tröster. Das kann der kann findet man in diesem machen. Lebensfilm gar nicht statt mehr. Doch, findet auch noch statt, aber trösten tut einem was anderes. Trösten tut einem, wenn man Glück hat, die richtige Frau gefunden zu haben. Das ist wunderbar. Also das ist eine Basis, auf die man wirklich sein Leben aufbauen kann. Trösten tut einem, wenn man mit den Kindern sich gut verträgt. Trösten tut einem, wenn man das Glück hat, wir haben 9 Enkelkinder, wenn man das Glück hat, mit den Enkelkindern zusammen vertraut zu sein. Trösten tut einem, wenn man wirklich verlässliche Freunde hat, die zu einem halten und mit denen man Alterserfahrung machen kann. Das sind eigentlich Dinge, die einem im Alter dann ganz besonders wichtig sind. Nein, wenn man sein Weh und Wohl nur ausschließlich an den politischen Erfolg knüpft, dann kann das ganz fürchterlich finster zugehen. Da finden dann Abstürze statt. Ich will jetzt niemanden, besonders nicht die schon gestorben sind, jetzt zitieren, aber ich kenne eine ganze Reihe von Politikern, die das erlebt haben und die ganz fürchterlich am Ende ihres Lebens in Verzweiflung und in Einsamkeit und in Not geraten sind, obwohl sie große Jahre hatten, große Dinge bewirkt haben, aber sie haben leider sie nicht bis ans Ende ihres Lebens begleitet. Kunst des Lebens ist wahrscheinlich auch dann ein Spiegelbild der Kunst des Sterbens, ne? Also wenn man beides miteinander anlegt. Lassen Sie uns einmal ganz kurz, vielen Dank erstmal, dass wir an diesem Film teilnehmen konnten. Das nehmen Sie einfach mal mit rüber. Wir gehen noch einmal da an den Stehtisch. Kommen Sie einmal mit runter, Herr Schärf. Wir gehen einmal darüber. Also er will, dass ich male und rede. Das geht beides zusammen. Ja, das merke ich schon. Ja? Wir haben Sie als Multitasking-Genie. Geht's? Alles gut? Nee. Ah, Sie hängen. Ah, gucken Sie mal. Sie wollen gar nicht gehen. Ich hänge Ihnen das mal hier. Darf ich Ihnen das in die Hose stecken einfach? Ja, klar. Ja? Sie wollen gar nicht gehen. Wir halten Sie hier einfach fest. Wo soll ich hin? An unseren Anfangstisch nochmal. Ja. Weil wir müssen ja noch auflösen, wie die nächste Bremen-Wahl ausgeht. Nicht wahr? So. Jetzt gucken wir erstmal, was Sie getippt haben. Prozent. Und das meinen Sie ernst? Ja, klar. Also Sie wissen, die aktuellen Ergebnisse, da geben wir nichts drauf. Da müssen Sie noch über 10% zulegen. Wir liegen im Schnitt seit 1949 immer um 10% über dem Bundesschnitt.
mit den SPD-Wahlergebnissen. Kann man wirklich wie so eine rote Linie sehen. Da hole ich meinen Optimismus her. Und Sie spüren nicht, dass in Bremen vielleicht doch der Frust langsam größer wird, als man sich das als Sozialdemokrat vorher vorstellen konnte? Doch, ich spüre es, dass es nicht mehr so begeisternd zuging, wie ich das selber erlebt habe. Das tut mir auch ein bisschen weh. Ich hätte das gerne gehalten, diese Begeisterung. Wünsche mir auch, dass die mal wiederkommt. Aber das ist eine Sache, dass die Leute nicht begeistert sind. Eine andere Sache ist, ob sie wirklich sagen, uns ist alles egal, das kann jetzt mal weglaufen oder das kann jetzt mal untergehen, dieses Konzept, was wir hier seit 45 versuchen zu realisieren. Wir haben eben angefangen die Sendung mit dem Umarmen. Sie waren der große Umarmer und haben damit über 40% gekriegt. Wird vielleicht momentan nicht mehr genug umarmt, beziehungsweise, nein, aber es geht ja um auch eine Distanz zwischen einer apparathaften Regierung und einer vermenschlichten Regierung. Glauben Sie nicht, dass das auch ein Problem der derzeitigen Regierung sein könnte? Also ich denke, die geben sich alle ganz große Mühe, dieses Persönliche und was sie eben vermenschlichte kommunizieren zu leben. Also sie dürfen die nicht zu Apparatschicks stilisieren. Das ist ein Fehler. Das ist übrigens auch ein Fehler, wenn man das mit den Bundespolitikern so macht. Die Leute, erst verteufeln sie sie und anschließend stöhnen sie darüber, dass keiner mehr sich an Politik interessiert. Das ist ja, das beißt sich ja. Also man muss mit dafür sorgen, egal wo man ist und egal wo man seinen Mund aufmacht, dass man in einer Demokratie dafür wirbt, dass sich zu engagieren für die gemeinsame Sache, für die Res Publica, dass das im Interesse aller ist. Das muss man immer wieder mobilisieren und muss wirklich mit dazu beitragen, dass es nicht zu Verteufelung kommt und zu... Wer das am Ende vertritt, ist halt tatsächlich das Schöne an der Demokratie, entscheidet die Wahl. Gucken wir mal ganz kurz drauf. Sie lagen, wenn man die beiden Zahlen umdreht, lagen sie genau richtig. Ja, 23% statt 32%. 23,47 immer. 23,47. Sie können auch alles schön reden, oder? Wir haben eine Wahlbeteiligung von 58 gültigen Stimmen. Also Sie glauben, da geht noch was nach oben? Ja, ganz sicher. Vielleicht sollten Sie öfter mal wieder auftreten, Herr Scherf. Es war jedenfalls eine große Freude mit Ihnen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Verraten Sie uns wenigstens noch, was das werden sollte. Das unvollendete Henning-Scherf-Bild. Also ich habe da in Gelb kaum zu erkennen zwei Köpfe gemalt. Das sollten zwei alte Menschen sein, die ihre Köpfe zusammenlegen. Und dann habe ich, weil sie ständig mit mir reden wollten, das tut mir leid, das hat sie eine Talkshow an sich. Ja. Nur den Anfang eines kleinen lachenden Mundes geschafft. Ich wollte zwei lachende Gesichter, die sich zueinander neigen und die signalisieren, wir können gut miteinander. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Philemon und Baucis-Bild kennen, das ist eine uralte Geschichte. Zwei wirklich alte Leute, bescheidene alte Leute, die es gemeinsam geschafft haben, ins Alter zu kommen. Und die dann ganz bescheiden auf ihrer Bank sitzen, sich aneinander anlehnen und ausstrahlen, wir verlassen uns aufeinander und wir machen das Beste draus. Das wollte ich malen, aber das ist mir leider nicht gelungen. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass dieses Bild im Leben vollendet wird. Vielen herzlichen Dank, Henning Scherf. Vielen herzlichen Dank auch dem Mercedes-Benz-Werk in Bremen. Und als nächsten Gast empfangen wir dann nächsten Monat Till Mette. Dankeschön, Henning Scherf. Vielen herzlichen Dank. Danke.